Hallo und herzlich willkommen zurück bei Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ja, wir haben in letzter Folge ja ein bisschen Hausbau betrieben, indem wir einfach überall diese Mini-Hütten hingepflanzt haben. Und sind jetzt kurz vor den 5000. Wir müssen keine weiteren mehr bauen. Wir können einfach zurücklehnen und zusehen, wie dieses Abenteuer sein Ende nimmt. ...84, 84, 88, 92, 96, 5000. Wir sind fertig! So, beim Tempel hast du sofort umgeschlagen. Der Augenblick ist gekommen. Das köstliche Ambrosia hat mich unsterblich gemacht. Allerdings hätte ich etwas Nektar vertragen können, um es runterzuspülen. Nun werden mich alle Götter des Olymp als Gott willkommen heißen, während du zum alleinigen Herrscher des Königreichs Atlantis gekrönt werden sollst. Ich hege keine Zweifel, dass du Atlantis ein weiser Herrscher sein und mich vielleicht sogar übertreffen wirst, wenn ich diese Welt hinter mir lasse. Bedenke alles, was ich dich gelehrt habe, und vergiss niemals, die Symphonia Ithikos zu achten. Ich werde stets über dich und Atlantis wachen. Übrigens bin ich recht zufrieden mit der Pyramide des Pantheon. Ganz besonders gefällt mir meine Skulptur, die du in Auftrag gegeben und dem mächtigen Bauwerk hinzugefügt hast. Gut gemacht. Ja, bitteschön. Sehr gerne. Das haben wir doch gerne gemacht. Ja, damit haben wir Atlas der Gott endlich abgeschlossen. Ne? Mir hat ja einer geschrieben, ich weiß nicht, ob es ein Spoiler wäre, aber dass die beiden Skulpturen wären Atlas und Hera, naja. Es stand ja schon im Titel, dass unser Vater Atlas ist. Meine herzlichsten Grüße. Mit Freuden kann ich konstatieren, dass mir die Unsterblichkeit gut bekommt und mir die göttlichen Taten wohl von der Hand gehen. Wie ich sehe, passt dir die Herrscherkrone wie angegossen. Du regierst das Königreich Atlantis meisterlich und deine Onkel, die allesamt über eigene Königreiche herrschen, haben mich wissen lassen, dass deine Verdienste sie mit Wonne erfüllen. Doch am besten ist das gute Beispiel, das du deinem Volk bietest, indem du die Symphonia Ithikos achtest. Ganz Atlantis steht zu dir. Wir Götter könnten mit dem Ergebnis nicht zufriedener sein. Mit dir am Steuer geht Atlantis einer strahlenden Zukunft entgegen. Ich bin stolz darauf, dein Vater zu sein. Vielen Dank. Das hört man immer gerne. Gut, wir haben damit Atlantis abgeschlossen und dürfen uns einem neuen Abenteuer widmen. Und würde sagen, dass wir doch direkt mit der Leuchtung im Westen weitermachen. Nun, da Atlantis sicher ist, lockt ihr Wissensdurst der Atlantiden nach Westen. Der Schwierigkeitsgrad dieses Abenteuers ist überdurchschnittlich. Es besteht aus 4 Heimatstadt- und 3 Kolonie-Episoden. Also wieder eine 7-Episoden-Reihe. Ich glaube, das waren sogar 9. Das erste war 9, jetzt kommen wir auf 7. Was haben wir denn? Mediterran, 4 Heimat, 2 Kolonie, also nur 6. Mittlerer Schwierigkeitsgrad. Wiedergeburt von Atlantis. Also 6 Heimat, 2 Kolonie, also 8 auf hohe Schwierigkeit. Proteus und Bellerophon, mein Gott. 6 Heimat, 1 Kolonie, also 7. Einfach. Okay. Warum ist einfach da unten? Was hat man denn hier? Relativ einfach. Ist einfach. Ja, okay. Na gut. Erleuchtung im Westen. Ruhe, Ruhe bitte. Darf ich den Rat zur Ordnung rufen? Azais, Diaprepis, streitet nicht um das letzte Stück gebratenen Fleisches. Die Köche werden gleich Nachschub bringen. Damit rief Atlon, der Hochkönig von Atlantis, den Rat von Atlantis, eine Zusammenkunft der Herrscher der 10 atlantischen Königreiche zur Ordnung. Nun ein Bericht von Stavros, dem Anführer der großen Expedition nach Westen. Ein vierschrötiger, braungebrannter Mann stand auf und sagte: Wohlan, was ich im Westen gesehen habe, wird euch zum Erstaunen gereichen. Ich fand ein neues Land mit verblüffenden Tieren wie Ocelots, Ottern, Seekühen und Geckos. Und erst die Bäume. Große Laubbäume wie Mangroven, Buchen und Mahagoni bedeckten das ganze Land. Und wie erfuhr ich von all diesen Tieren und Pflanzen? Von den Bewohnern. Sie nennen sich Mayas. Was für Schönheiten.
Der Rat entschied einstimmig, dass eine eingehendere Erforschung der Länder im Westen dringend geboten sei und dass einer der Herrscher von Atlantis die Expedition persönlich leiten sollte. Du, als Herrscher über das westlichste Königreich, bist ausersehen worden, die Expeditionen zu leiten. Leider ist die alte Hauptstadt deines Königreiches kaum als Ausgangspunkt für Weiterreisen geeignet. Es muss eine neue Stadt erbaut werden, die weite Reisen über das Meer ermöglicht. Nachdem alle Angelegenheiten den Kontinent Atlantis betreffend erörtert waren, beendete der Rat seine Sitzung mit einer Rezitation der Symphonia Ithikos. Durch diesen heiligen Pakt, der durch Atlas persönlich zwischen den Atlantiden und den Göttern geschlossen wurde, schwören alle Atlantiden, Wissen und Bildung hochzuhalten und Krieg sowie Blutvergießen zu vermeiden, es sei denn zur Selbstverteidigung. Ja, und damit herzlich willkommen in Erleuchtung im Westen. Unser erstes Abenteuer auf nach Westen dürfen wir schon mal Gerätschaften für die Kolonie einsammeln, zum Beispiel 48 Marmorplatten und 20 Kubikmeter Olivenöl, für auch immer die notwendig sein sollen in der Kolonie. Also die Marmorplatten meine ich jetzt, Olivenöl ist klar. Und wir dürfen 1200 Personen in einer Wohnung der Kategorie Stadthaus oder besser ansiedeln. Denkt euch das oder besser mal weg, für das Stadthaus gibt's nicht. So, Geschwindigkeit runter. Wir kennen das alle. Und dann schauen wir uns erstmal um. Olivenbaum, Weizenfarm. Oh Gott, wir haben nur Weizenfarm, wir haben keine Jäger. Da haben wir das Marmor in mehrfacher Ausführung. Wo haben wir denn die fruchtbaren Böden? Ihr beliebt zu scherzen. Da muss doch noch mehr sein als das. Oh Gott. Das wird interessant. Das kann man gar nicht anders von außen aussagen. Das wird wirklich interessant. So. Ich habe ein bisschen rumprobiert wieder. Mir hat auch jemand seine Screenshots gegeben, wo er alles halt eben in eine Reihe baut. Ich finde das dann doch ein bisschen überschwänglich. Aber ich habe mich dafür entschieden, das kann ich schon mal sagen, dass ich keinen Mittelberg mehr einbauen werde, wo der Agora-Mensch einfach mal abkommt. Ach, warte. Bevor ich wieder vergesse, der braucht ja aber Atlantis und Dinges. Agora. Ja, was sind wir hier hin? Dann müssen wir jetzt hier runter zu den fruchtbaren Böden. Wo ist die Straße? Da ist die Straße. Das ist schon doof. Silo und ein Leselhändler. Da haben wir schon mal das erste. So, Geschwindigkeit wieder hoch. So, das heißt, ich muss in dieser Episode wirklich alles importieren. Ich habe keine Wolle, ich kann nur Öl selber herstellen. Ich hoffe, das reicht für 1200 Personen. Weil ich muss ja da drüben das Öl herstellen. Eingestürztes Gebäude. Oh. Am
Ich bin der starke und mächtige Atlas. Cool. Ja, das war eine super Idee, mit dem Mittelweg zu entfernen. Dann brauche ich bloß noch einen Brunnen. Ich hab einen Steuereintreiber dahin gestellt. Was? Bin ich denn bescheuert? Ich bin der starke und mächtige Atlas. Ja, ja, du bist der starke, mächtige Atlas. Ich kann nur Atlas bauen. Sollte das Atlas? Fast genau, ist sogar genau quadratisch, ne? Das ist gerade relativ schlecht. Ja, ist genau das Quadrat. Cool. Atzium schenkt Wein. Danke, brauche ich nicht. Vielleicht später, um es zu verkaufen. So, jetzt. Ich bin der starke und mächtige Atlas. Wohlgesonnener Gott, Träger der Welt. Okay. Das Problem ist, der kommt jetzt so oft und schreit, ich bin Atlas, dass der uns ziemlich ausbremst dabei. So, die brauchen Wissenschaft. Wir haben genug Arbeitslose, das heißt, wir bauen hier einfach mal eine Bibliothek und wir bauen hier mal den Ich bin der starke und mächtige Atlas. Wie, die brauchen auch einen Kalk. Wo soll ich das hernehmen? Ich habe eine Metallhütte, aber wo sind hier auch die Kalk? Dann hätte ich eine Einnahmequelle. Eine ziemlich gute sogar. Kalk? Ich bin der starke und mächtige Atlas. Ja, ich weiß, ihr braucht Orikalk, aber ich find's nicht. Ablehnen brauche ich auch gerade nicht. Hier gibt's kein Orikalk. Okay, machen wir's doch mal so. Metallhütte. Wo läuft er hin? Da ist Orikalk. Ja, ich bin der starke und mächtige Atlas. Metallhütte. Dingens, Womens, Kirchen. Und nee, das brauche ich. Ablehnen, außer Orikalk. So, du kommst weg. Atlantis schenkt Drachmen. Vielen Dank. Nimmt Atlantis auch die kaufen auch Orikalk. Ach du Schande. Ich kann bloß Pire bauen. Ich bin der Atlas, starke und mächtige Atlas. Nein, du gehst da nicht hoch. So, das heißt, wir können hier eigentlich Orikalk verkaufen. Wir brauchen es ja gerade erstmal nicht. Außer vielleicht Atlas-Säule zu bauen, damit er die Schnauze hält. Das war hart. So, was braucht ihr jetzt? Ihr braucht Wolle. Das heißt, die müssen wir importieren. Können wir das denn? Ich bin der starke und mächtige Atlas. Ne, da können wir bloß Olivenöl importieren.
Wo kriegen wir denn Wolle hin? Die verkaufen Säge und Kalk. Rüstungskultur, Marmor. Nee, warte, das ist auf. Verkauft Weizenwein, verkauft Wolle und Schwarzmau. Diaprea, okay. Die keine Wolle, die keine Wolle. Also muss ich den Pier von Diaprea bauen. So, Wolle einkaufen. 24 Max, ja. Hier kann ich nämlich auch den Marmor verkaufen, den ich gleich herstellen werde. Ich bin der starke und mächtige Atlas. Oh, was ist denn hier los? Attraktivität, ja, das können wir doch ändern. Wasserspiegel. Da gibt es auch mehrere verschiedene von. Oh, cool. So. Bevor wir aber die Wasserspiele aufbauen, hier einfach alles etwas schöner machen, machen wir jetzt einfach mal eine kurze Pause. Und wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann sehen wir uns doch wohl morgen wieder. Na, bis dahin. Ciao, ich ciao. Ich bin der starke und mächtige Atlas.